Mahlzeit, herzlich willkommen beim Ride Review Videomagazin und wir zeigen euch heute die vier nassesten Raftingbahnen, die man in Freizeitparks so finden kann. Das Ganze ist subjektiv, nur meine Meinung und es geht auch nur um Raftingbahnen, die ich gefahren bin, um das überhaupt beurteilen zu können. Und on top kommt nochmal, dass es eigentlich noch viel subjektiver ist, da bei so einer Raftingbahn in den Rundbooten die Fahrt ja eigentlich fast jedes Mal anders ist und man sich immer anders dreht und ich manchmal in einer Bahn fahre, wo ihr komplett soaked seid und trocken rauskomme oder alle immer trocken rauskommen und ich komplett soaked rauskomme. Also ist das ja alles immer ein bisschen variabel. Ich werde euch demnächst auch hier mal eine Compilation zusammenschneiden aus verschiedensten Raftingbahnen, um das einfach mal so nebeneinander, hintereinander zu sehen. Finde ich interessant und spannend. Habe ich voll Bock drauf irgendwie. Deswegen mache ich das auch mal. Ansonsten gibt es, wie gesagt, so viele verschiedene Raftingbahnen. Ich könnte jetzt auch so viele noch hier mit reinpacken, wo ich halt auch komplett soaked wurde, weil es aber auch dann auch nur eine Welle war, die schlimm ist und die mich dann erwischt hat. Aber heute soll es um vier Bahnen gehen, wo es garantiert ist, dass irgendjemand auf jeden Fall sehr, sehr nass wird, wenn nicht sogar eigentlich das ganze Boot. Und als erstes kommen wir zu Busch Gardens Tampa in Florida. Das Ganze ist in den USA und dort steht der Congo River Rapids und das bereits seit 1982. Ich weiß leider nicht, wer da der Hersteller ist. Was ich weiß ist, man wird angegurtet, man muss sich anschnallen. Dann geht die Fahrt los, es ist erstmal ein sehr langsames Gedümpel, es passiert nicht viel, es ist sehr entspannt. Dann geht es aber in eine Höhle und dann gibt es dann schon mal ein paar Wellen, die angefahren werden und durch die dann Wasser schon mal ins Boot kommt. Und dann kommt der Punkt, der das Ganze so geil macht, oder ja, geil eigentlich nicht, aber so nass macht. Und zwar fährt das Boot einmal quer durch einen Wasserfall, aber das hat sich in unserem Fall so gedreht, dass ich durchgehend irgendwie gefühlt im Wasserfall hing. Und das, also du kannst halt auch einfach im Gegensatz dazu einfach ins Wasser springen, da macht es jetzt auch keinen großen Unterschied. Und danach wird dann auch nochmal mit ein paar Kanonen von der Seite geschossen und es gibt ein paar Wellen, so dass wirklich jeder in diesem Boot nass wird. Mit dem Vorteil, dass alle angeschnallt sind und keiner flüchten kann. Und wenn der Platz nass werden soll, dann wird dieser Platz nass. Und es war echt nass. Aber wir waren in Florida, es war super warm und man war super schnell wieder trocken. Das ist für mich auf jeden Fall Rang 4 der nassesten Wildwasserbahnen, sage ich schon, Raftingbahnen. Auf Platz 3 geht es von Florida nach Spanien, auch südlich von uns ist es warm. Und dort in Park Warner Madrid, ja, der Schwesterpark, das Äquivalent zum Movie Park Germany, als es noch Warner-Zeiten waren, hier ist es noch Warner. Und da steht eine Raftingbahn von Intermin seit 2002, auch eine mit 9er Booten und heißt Acme Factory. Und wie ist der Name ja schon verraten, das ist es die Fabrik von Acme, wo halt ne, diese transportablen schwarzen Löcher im Boden gefertigt werden und die ganzen Bombenkisten und hast du nicht gesehen, alles was zu diesem Cartoon-Stuff dazugehört. Und diese Bahn glänzt nicht dadurch, dass man halt aus der Strecke nass wird und irgendwelche Wellen hat, die dann das Boot soaken, sondern an der kompletten Strecke Thematisierungsobjekte sind und irgendwelche Effekte sind, die einen nass machen. Von überall wird Wasser gespritzt, geschossen, durchgefahren und das halt durchgehend die ganze Fahrt lang und dann dreht man sich auch so, dass wirklich alle nass werden und man da auch sehr, sehr nass wieder rauskommt, was da auch wieder komplett Wayne ist, weil die spanische Sonne dich direkt wegbrutzelt und alles wieder verdampft. Aber ist halt mal ein Beispiel auch dafür, dass man nur nass wird, weil es diese Effekte gibt, was im Umkehrschluss heißt, würden diese ganzen Effekte nicht funktionieren oder würde man diese ausschalten, wird man auch nicht nass. Was eigentlich nicht so ganz der Sinn von einem Rafting ist, finde ich, sondern der Sinn von einem Rafting ist ja echt, dass du aus dem Becken raus nass wirst und nicht nur, weil immer von der Seite geschossen wird. So, das kannst du jede Bahn zum Soaker machen. Aber das ist für mich auf jeden Fall die 3. Zum Platz 2 muss ich sagen, das kennt, glaube ich, fast jeder, der diese Videos hier guckt. Dafür geht es ins Phantasialand und da steht seit 2002 ebenfalls. Auch 79 Mystery, nee, wie heißt das hier? River Crest. Ist aber in dem Fall von Hafema und das ist ein besonderes Rafting. Es ist
früher das Parkhaus-Rafting gewesen, jetzt sieht es echt richtig gut aus. Und man hat hier halt einen Vertikallift und dieser Aufzug bringt einen dann nach oben, was jetzt bei einem Rafting eher ungewöhnlich ist. Da gibt es halt kleine Steigungen und dann ist einfach nur Stromschnellen fahren. Und dann gibt es beim Riverquest drei Abfahrten. Eine davon ist der bekannte Hafema Strudel. Aber die erste Abfahrt ist schon soakend. Die zweite ist übertrieben. Die dritte ist mal ja, mal nein, aber in letzter Zeit eher ja. Und inzwischen hat man es auch, dass es im Strudel, bevor es drunter geht, dass man da auch noch eine dicke Welle abbekommt. Was aber daran liegt, dass in der Zeit ein Boot aus dem ersten Drop runter ist und die Welle rüberschwappt über eine Mauer. Nichtsdestotrotz gibt es halt sehr, sehr, sehr viele Stellen, wo man nass wird, ohne dass von außen Einfluss genommen wird, sondern nur durch die Strecke. Und das ist halt genau das, was ein Rafting braucht, dass die Strecke einen soakt. Und das funktioniert bei warum sage ich immer Mystery River, Alter? Das ist unfassbar. River Quest, Mann! Ja, da ist es einfach gegeben. Das ist echt cool. Und da kennen die meisten von euch sich wahrscheinlich am besten mit aus mit dieser Bahn. Und dann fragt ihr euch, boah, ey, ich bin da mal so mega noch rausgekommen, was ist noch auf 1? Für Platz 1 geht es wieder nach Florida und dort nach Universal, um genauer zu sein, Universal Islands of Adventure. Und auch da stehen drei Wildwasserbahnen. Eine davon ist eine Raftingbahn und die hat 12 Sitzplätze, wo witzigerweise in der Mitte so ein Sack ist, so ein Plastiksack, wo man dann seine Taschen reintun kann. Dazu gleich vielleicht ein bisschen mehr. Und zwar Popeye and Bluetooth Village Red Barges. Bla. ja, die Bahn mega krass. Ein bisschen zu wenig Aufnahmen, um darüber ein Review zu machen. Ich habe auch echt keinen blassen Schimmer, wer der Hersteller ist. Man wird auch wieder hier, man muss sich wieder anschnallen. Und das ist bei der Bahn wirklich gut, weil wenn du dich hier nicht anschnallst, du wirst rausgespült. Du wirst einfach aus dem Boot geschwemmt. Denn das habe ich noch nicht erlebt. Ich weiß nicht, wozu die überhaupt Boote haben. Du kannst auch einfach so ins Wasser springen. Da kommst du, glaube ich, trockener raus, als wenn du mit dem Ding fährst. Es geht natürlich darum, dass Olivia hier gerettet werden muss und Popeye da hinterher ist. Und diese Bahn ist wirklich lang. Man ist lang unterwegs. Man hat große Becken, man hat Strömungskanäle, die schnell durchfahren werden, man hat ohne Ende Effekte, die von außen reingeschossen werden, man hat kleinere Wasserfälle, durch die durchgefahren werden kann oder durchgefahren wird und man hat auch ohne Ende Wellen, die von der Seite kommen. Es gibt Videos auf YouTube, da ist einfach die Hälfte vom Boot weg, weil die unter Wasser ist und das ist einfach die krankeste, das habe ich noch nicht erlebt. Also was ist da los? Es ist ja wirklich alles, was man sich vorstellen kann, wo irgendwie Wasser rauskommen kann, wie man irgendwie Wasser in so ein Boot kriegen kann. Das ist alles verbaut. Es gibt ja auch da dann einen Lift. Und ich dachte so, oh, dann war es das schon. Boah, Glück gehabt, ist ja gar nicht so krass. Und dieser Lift ist gestaltet wie eine Waschstraße. Und sowas gab es auch schon im Mirabilandia bei dem Blockflum. Da lief halt nichts. Da läuft alles und man wird wirklich komplett. Einfach nur auf diesem, wenn du vorher nicht nass geworden bist, auf diesem Lift wirst du nass. Denn von überall spritzt Wasser rein, es bewegen sich die Sachen und es ist halt eine Waschstraße. Und dann denkst du ja, okay, dann war es das ja danach, weil wir hatten ja vorher keine Lüfte, sind also die ganze Zeit runtergefahren, um die Geschwindigkeit zu haben. Nein, dann geht es erst richtig los. Und was du dann auf der anderen Seite siehst, am Ende dieses Lifts, ist so unrealistisch. Du siehst, es geht einfach so steil runter und da ist ein Loch. Da ist einfach ein Loch, ein Wasserloch. Das ist so. What? Das ist der Hammer, Alter. Das hat mich nachhaltig verstört. Das ist echt krass. Dieses Ding ist so soaked. Es ist alles so nass. Es ist so, was zur Hölle? Man hat es ja im Vorfeld schon gehört, dass Popeye sehr, sehr nass sein soll. Deswegen haben wir uns auch übrigens dagegen entschieden, die Taschen mit in die Bahn zu nehmen, weil da Kameras drin sind. Es gibt ja dann, wie gesagt, in der Mitte von diesem Boot diese Plastikhaube, wo du dann halt das reintun kannst. Oder wie die Mexikaner vor uns ihre Schuhe ausziehen und die da reintun und dann barfuß in diesem Siffboot sitzen. Aber das war mir nicht so ganz geheuer, hatte ich jetzt nicht so Türen drauf. Und es gibt ja auch bei allen Attraktionen bei Universal Locker. Und die sind kostenlos eigentlich. Mit dem Fingerprint buchst du dich ein,
kriegst eine Zeit vorgegeben und je nachdem, wie voll eine Attraktion ist, also die Attraktion, an dem der locker ist, dementsprechend lang kriegst du diesen locker umsonst gemietet, damit du in der Zeit deine Taschen da drin hast, in der Zeit, wo du anstehst und fährst. Funktioniert super. Dann gibt es aber Popeye, es gibt den Logflume, Falls, irgendjemand und Jurassic Park. Die drei Wildwasserbahnen. Die haben locker, die gibt es nicht für umsonst. Die muss man bezahlen, denn auf diesen drei Rides darf man auf einmal seine Taschen mitnehmen. Was ist das denn? Hatten wir also den Masterplan, weil eh alles nass wird, machen wir jetzt alle drei Wasserbahnen hintereinander. Was eigentlich eine ganz gute Idee ist. Und wir fangen mit Jurassic Park an, dann Dog Flume und dann Popeye, steigen uns also auch im Nässegrad, haben aber keinen Turn gehabt. Jetzt locker dafür zu bezahlen, wenn überall die locker umsonst sind und bla bla bla. Ja, Harry Potter ist ja direkt um die Ecke von Jurassic Park. Also direkt um die Ecke ist in amerikanischen Verhältnissen wirklich nicht direkt um die Ecke, ist mir dann aufgefallen. Und da ist eh immer viel los. Wir also zu dem Ride hin, locker gemietet. In dem Moment war echt gar nichts los. Nothing. Und wir hatten nur 45 Minuten. Puh. Drei Wasserbahnen, sehr weit auseinander, 45 Minuten, wird knapp. Wir hatten aber Expresspass. Versuchen wir es. Durchgestratzt hat natürlich alles nicht funktioniert, denn dann gab es auch noch Regen, die Leute sind alle im Shop stehen geblieben, wir sind nicht rausgekommen, überall haben die Leute die Wege blockiert, bla bla bla, egal. Ne? Wir zu spät dann also zu unserem Locker, sagte Locker, zu spät, gib mir $3. Ich so, ja, geile Idee, aber meine $3 sind in diesem Locker. Mitarbeiter geholt, hey, wir waren zu lange drin, der möchte $3, aber die sind ja im Spind. Der so, seid ihr zweimal Harry Potter gefahren? Ja, warte, macht er auf, löscht die $3, gibt uns so einen Kram und wir standen halt da, sickenass, voll am Tropfen und ihm muss einfach klar gewesen sein, dass wir das nicht getan haben. Also, wenn ihr euch das Geld für den Locker sparen wollt, versucht euer Glück. wenn ihr Pech habt, bezahlt ihr trotzdem $3. Oder es funktioniert komplett. Ja, das war ein Service-Tipp am Rande, was eigentlich gar nicht mehr so viel mit diesem Video zu tun hatte. Es ist wieder ausgeartet, aber das waren einfach mal meine vier Raftingbahnen, die ich als sehr, sehr nass in Erinnerung habe, wo es halt an mehreren Stellen sehr nass wird und nicht, dass du nur einen Punkt hast, wo du auf einmal die Todeswelle abbekommst. Was ist denn euer nassestes Rafting bis jetzt gewesen? Schreibt es gerne mal in die Kommentare und lasst es uns wissen. Vielleicht bin ich das Ding auch schon gefahren und kann nämlich genau das Gegenteil sagen. Und bin da trocken rausgekommen. Und ja, oder welches Rafting habt ihr gehört, was immer nass ist und ihr seid da trocken rausgekommen? Ne? Haut mal in die Kommentare, ansonsten war es das jetzt von mir. Wir sehen uns morgen um 18 Uhr wieder hier, wie jeden Tag zu einem neuen Video. Ihr abonniert jetzt den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Checkt die Support-Links in der Videobeschreibung und ansonsten bin ich jetzt raus. Ihr seid die coolsten. Euer Profi Swag Review. Video Magazin. Peace.